Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Pitt und herzliche Grüße. Diesmal nicht aus dem sonnigen, etwas bewölkt oder ganz bewölkt Paraguay. Also, mach's gut und heute ein wichtiges Thema habt ihr sehr oft gefragt und zwar geht es um Immobilien, aber ganz konkret, bleibt dran, sage ich euch gleich. Also die Frage lautet, kann ein Ausländer eine Immobilie, sprich ein Haus, Grundstück, Eigentumswohnung erwerben? Das ist eine wichtige Frage und ich habe in meinen früheren Videos sicherlich das Thema schon mal angeschnitten, aber vielleicht nicht so in diese Deutlichkeit klar gemacht, worum es geht. Deshalb wollte ich mal kurz dazu Stellung nehmen, weil viele von euch eben fragen, ob man eine Immobilie erwerben kann und wie man es macht, beziehungsweise was man dazu benötigt. Und da werde ich euch die konkrete Frage sofort beantworten. Bleibt dran. Also viele von euch fragen nämlich, Pitt, ist es möglich, eine Immobilie zu erwerben? Und da sage ich mal einfach, ja, es ist möglich. Man muss natürlich wie überall einige Sachen ja beachten. Das habe ich also oft in meinen Videos schon mal erwähnt. Also grundsätzlich die Frage zu beantworten ist, kann ein Ausländer eine Immobilie, sprich Grundstück, Haus oder Eigentumswohnung in Paraguay erwerben? Sage ich ja. Man muss natürlich aufpassen und da sage ich euch einige Punkte, worauf ihr achten solltet. Und die zweite Sache, was wichtig ist, damit ihr korrekterweise oder inkorrekterweise den Abschluss machen. Bleibt dran. Also grundsätzlich, wie gesagt, ist es machbar. Ihr braucht einen gültigen Reisepass. Der Wille muss vorhanden sein, die Immobilie zu erwerben. Und natürlich die Immobilie selbst als auch das Geld. Aber was noch natürlich sehr, sehr wichtig ist, da müsst ihr bitte, da kann ich tausendmal wiederholen. Und was macht ihr? Sorry, einige von euch macht ihr immer den gleichen Fehler. Das heißt, ihr kauft Immobilie, die keinen Eigentumsnachweis hat. Ja, liebe Leute, man muss es einfach mal verstehen, dass es in Paraguay doch gewisse Unterschiede zu Deutschland, Schweiz bzw. Österreich oder sonst noch wo gibt. Und da müsst ihr bitte drauf achten, weil sonst habt ihr weder Grundstück noch das Haus oder Eigentumswohnung noch das Geld und ihr seid frustriert und habt ein Teil bzw. ganzes Kapital in die Immobilie investiert und später hat sich herausgestellt, nächster, die Träume sind weg. Wer ist schuld? Ja, natürlich die Paraguayer. Nein, nein, nein. Also wie kann man die Fehler meiden? Es ist relativ einfach. Also ihr müsst im Prinzip den richtigen Notar haben oder die richtige Notarin. Also glaub mir, wir haben schon sehr, sehr viele Verträge abgeschlossen auch für unsere Kunden. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass auf einige Sachen geachtet wird. Vor allem, liebe Leute, es ist wirklich wichtig, dass der Eigentumsnachweis da ist. Also wirklich, das ist nicht wie in Deutschland, dass dass jeder Land hat einen Titel. So ist es hier in Paraguay nicht. Deshalb
Also ich möchte hier nicht ins Detail gehen, weil es einfach das Video sprengen würde. Aber glaubt mir, lasst euch doch richtig beraten, bevor ihr das Geld praktisch komplett ausgibt, rauswirft. Und das sind wirklich sehr, sehr viele. Und sagt nicht, nein, nein, mich betrifft das nicht. Ja, eben doch. Vielleicht. Aber es gibt wirklich viele Leute, die schon den Fehler gemacht haben. Deshalb tut das einfach nicht. Kauft sichere Grundstücke. Was heißt sichere? Also ein Grundstück, was mir zum Beispiel nicht gehört, ja, kann ich euch natürlich nicht verkaufen. Aber andere tun es. So einfach ist es. Und das passiert leider Gottes sehr, sehr oft. Und deshalb passt bitte auf diese Sachen auf, weil das einfach nachher, später tut es auf jeden Fall weh. Ist zwar nicht direkt mein Geld, aber wisst ihr, es klingt vielleicht komisch, aber wir sind auch vor 18 Jahren ja ausgewandert. Und ihr könnt euch denken, dass ich die Problematik schon kenne, beziehungsweise mir bekannt ist, dass wenn man irgendwo die Ersparnisse mitnimmt, möchte man gerne ein neues Leben anfangen. Und stattdessen, was passiert? Ja, das Geld ist fort, der Traum ausgeträumt und viele kommen ja zurück. Scheitern eben. Warum, weshalb? Da kann man einzige, zahlreiche Videos drüber drehen. Aber das ist nicht das heutige Thema. Also kurze Zusammenfassung. Ja, ein Ausländer kann Immobilien in Paraguay erwerben. Wie gesagt, problemlos. Nochmal einen gültigen Pass und der Wille muss vorhanden sein. So einfach ist es. Dass man den Kopf dabei nicht verlieren sollte, ist ganz normal. Standardmäßig sage ich mal, passt auf. Falls ihr noch Fragen diesbezüglich habt, einfach mich anschreiben. Die E-Mail ist überall bekannt. Ich gebe euch natürlich auch hier links meine persönlichen Daten. Falls ihr die Fragen habt bezüglich der Immobilien bzw. Erwerb des Grundstückes oder grundsätzlich der Immobilien in Paraguay, wendet euch gerne an uns, an unser Team. Wir haben wirklich Fachleute, spezielle Fachleute und auch Notare, denen wir einfach vertrauen und ihr könnt genau so tun. Also bleibt gesund, passt auf sich auf und sogar bei dem etwas schlechteren Wetter heute. Ich denke, im Hintergrund sieht man die Mandarinen und auch die Kokospalmen. Also bleibt gesund, passt auf euch auf und ich bin auf jeden Fall sicher, dass es bald wieder der Flugverkehr funktioniert und wir sehen uns dann bald wieder in Paraguay. Also bleibt gesund, bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.